Herzlich willkommen zu einem weiteren Aufnahmestream. Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe noch den Mülleimerdeckel auf dem Kopf. Ist nicht schlimm. Ist noch von gestern, als wir gequestet haben mit Wally. Wally hat uns den Mülleimerdeckel gegeben. Und möchte natürlich nachher ein Date zwischen Merlin und Mutter Gothel. Aber wir haben noch ein Viertelstündchen Zeit, bevor wir das Date beobachten können. Okay. Wir haben hier eine Toilette, die haben wir schon. Gott sei es gedankt, hängt die und steht nicht. Also da bin ich schon ganz froh drüber. Was ich nehmen möchte, ist tatsächlich hier den Heizkörper. Den finde ich ja richtig. Hallo. Ja? Von Ratatouille. Hey. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Ja, Ratatouille, dich quatsche ich mir nachher auch noch an. Oh, diese Vase kenne ich auch noch nicht, aber augenscheinlich haben wir die. So. Das Bett hatten wir auch schon tausendfach. Oh, davon haben wir eine, aber was hältst du von noch einer zweiten, Manu? Ich mach das jetzt einfach mal so. Ich warte gar nicht auf. Und bis bald. Und diese Kissendings haben wir auch. Jetzt kam das ja. Okay. Bisschen spät, aber es kam. Oh, die Hose. Echt jetzt? Oh, das Oberteil. Das nehmen wir mit für 360. Mhm. Mit Lumière drauf. Dass man, der rote Punkt bedeutet, dass man das noch nicht hat. Genau, genau, genau. Und die Hose kostet schon wieder 2,6. Gefällt mir aber nicht so wirklich. Was ist hier drauf? Eine Rose, ne? Aber 8.000. Den Hut für 2.000. Alter Vater, modischer schwarz-blauer Hut. Oh ja, den nehmen wir von Cinderella. Freundlichen Dank. Den Rucksack. Hä? Haben wir den Rucksack nicht schon? Wir haben einen anderen, ne? Aber 11.000 ist teuer, ne? Aber das ist jetzt wirklich Gold, was wir hier bezahlen, oder? Das ist wirklich Gold, was wir hier bezahlen. Ich habe heute eine Jeansjacke gekauft. Weißt du, was das Schlimme ist, Grit? Ich weiß nicht, was Mode schick ist oder nicht. Aber ich kaufe es einfach, weil mir in dem Gedanken, dass wir das noch, dass wir das noch gebrauchen können. Einfach so, ne? So. Ich weiß nur nicht, ob wir die Quest jetzt auch anmarkern müssen, damit das passiert. Warte auf den Sonnenuntergang, das ist angemarkert. Warte auf den Sonnenuntergang. Ja, aber wo? Also Merlin ist da. Merlin ist dort. Hier haben wir noch einen Brief. Ist das der letzte? Das ist der letzte. Sehr schön. Oh. Das ist der letzte. Wir haben ihn gefunden. War hier schon immer Gras? Weiß es nicht. Haben wir schon den vor? Wir können noch hier eine Muschel. Die müssen wir auch noch werfen, ne? Hallo, Lavesinchen. Setz dich zu uns und genieße gleich mit uns das Date. Wo auch immer es stattfinden wird. Oh, guck mal, da kommt Merlin. Merlin ist schon mal im Anflug. Was hast du da für einen hübschen Mülleimerdeckel auf deinem Kopf? Moin, Guru. Ja, das ist, wie soll ich das sagen?
Den habe ich gestern geschenkt bekommen von Wally. Und der passt doch zu meinem Frack, oder? Der passt doch genial dazu. Also ich behalte jetzt Merlin mal ein bisschen im Auge, während ich diese Muschel hier ablege und wieder aufhebe und ablege. Ach ja, einen Schirm habe ich auch noch. Stimmt, den hatte ich ja auch noch in der Hand. Wir machen mal so, wir nehmen mal diesen hässlichen Fisch hier weg. Den machen wir mal hier hin und die Muschel nach vorne. So. Wir müssen das ja alles so ein bisschen, ne? Die Zeit müssen wir ja nutzen. Ja, du brauchst mich nicht. Ich bin nicht da. Du musst dich da mit jemand anderen, ne? Mal hingucken, wo er hingeht, ne? Wo er sich denn da hinbegibt. Nee, nicht zu Donald. Wahrscheinlich guckt er sich hier den Sonnenuntergang an. Naja. Wer sich jetzt hier gerade fragt, was ich mache, das musste ich nur ungefähr, weiß ich nicht, wie oft muss ich es noch machen. Noch 16 Mal. Also das geht. Noch 16 Mal, das ist schon zu machen. Oh, nein! Oh. Wir brauchen eine neue Muschel. Ich klaue mir jetzt einfach eine Muschel von Manu. Und leg die da nachher wieder hin. Welche nehme ich denn? Welche kann ich denn gut wieder hinlegen? Guck mal hier, die kann ich wieder hinlegen. Hinter den lilanen Stuhl lege ich sie wieder hin. Was heißt hier nein? Wo ist denn die Gotel? Die kommt wie immer zu spät, hä? Ich leg dir deine Muschel wieder hin. Mach mal halblang. Es sei denn, ich esse sie, dann kann ich sie nicht mehr hinlegen. Aber dann hole ich eine von so. Oh, Wolli ist auch schon da. Wolli will das auch sehen. Okay, dann wird hier das romantische Date stattfinden. Wenn Wolli schon hier ist, dann ist hier wirklich. Wolli! Aber guck mal, da hinten ist hier. Wie heißt die? Die Hexe, die heißt, wie heißt die? Du legst sie wieder hin, wenn du sie nicht auf isst. Ja, genau. Ich leg sie dann wieder hin, wenn ich sie nicht auf esse. Dankeschön, Gaming K. Gaming K für deinen Follow. Dankeschön. Und Viertel vor Kartoffel, du bist auch wieder da. Schön. Da freue ich mich. Nein, ich habe sie wieder gegessen. Muss mir noch eine holen. Nein. Ich glaube, dann kriege ich Ärger. Das mache ich jetzt nicht. Ach, du kommst von Viertel vor Kartoffel. Das ist cool. Das ist cool. Da freue ich mich. Dankeschön. War jetzt so verwirrt. Oh, guck mal. Das ist das falsche Date. Hallo. Das ist das falsche Date. Wir haben noch 6 Minuten. Maui kommt auch. Was machen die alle am Strand? Stitch ist hier und hier, ne? Anna und... Dum, die dum, 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 dum. Ablegen. Aufnehmen. Ich habe jetzt Angst, dass ich es immer wieder esse. Okay.
Okay, Manu. So. Dann sieht sie nicht, wenn ich sie noch mal esse. Dann bin ich da. Dann bin ich da vorgewandt. Wo kommt denn hier? Wo ist denn Gotel? Sag mal. 5 Minuten vor der Zeit ist der Soldatenpünktlichkeit. Aber die guckt bestimmt noch in ihren großen hässlichen Spiegel. Molly, das ist die falsche. Du musst mich noch nicht freuen. Molly diskutiert mit ihr. Okay. Das sind alles Gaffer. Wie soll man da romantische Gefühle entwickeln? Ja, wie mal ganz ehrlich, wie möchtest du denn bei Gotel romantische Gefühle sind, ist das Letzte, was da bei mir aufkommen würde. Anna. Oh, guck mal, hier war Jana noch, Minimaus noch. Was ist denn hier los? Die kommen jetzt hier alle wirklich an den Strand, oder was? Stitch, nicht jetzt! Stitch, nicht jetzt! Oh Gott. Ich glaube, das Date wird ein Desaster. Ach, du himmlischer Heiland. Molly dreht immer noch regelmäßig durch, ich hör's. Okay, wir haben das geschafft. Können wir das Event auch abhaken? Hier, 30 Mal sammeln Schalentiere. Plaudere mit der Frau von der Weide. Das ist Gotel, ne? Auch mein böses Ich ist auch schon da. Oh weia, oh weia. Was macht ihr denn alle hier? Also glaubst du das? So, ich leg Manu ihre Muschel mal noch schnell zurück. Die 2 Minuten haben wir noch. So. Ach Quatsch, falscher Knopf. So, ablegen. So, liegt an der gleichen Stelle. Hält gar nicht auf. Das ist ein Katastrophendate. Boah. Verpieselt euch jetzt hier mal. Wo ist die Gotel? Warte mal. Der Gotel, wo ist sie denn? Sehe sie gar nicht. Jetzt kommt Ursula auch noch hier runter. Und ja. Wo ist denn die? Da ist sie. Die ist noch im Restaurant. Mutter Gotel ist noch im Restaurant. Also, das wird ja wohl hier nichts. Obwohl, in 2 Minuten... Naja, schauen wir mal. Spiegelt sich so doll, ne? Warte. Ja. Ein Hering, juhu. Glaubst du das? Okay, er wandert, er wandert. Wo gehst du hin, Merlin? Weißt du, mir gefällt's hier richtig gut. Weißt du, mir auch. Merlin! Erlen! So angelt man nicht! Hab ich die Lilane schon? Still die Lilane? Ja, die hab ich schon. Gotel!
Da kommt Ursula. Also es ist 18 Uhr. Ich habe noch Just Chatting drin, ne? Das ist aber schlecht. Ah, warte. Schön aufpassen. Okay, jetzt nicht mehr. Wo ist Merlin? Merlin ist dort, aber hier ist kein Date. 18 Uhr, hier ist kein Date. Kann das sein, dass hier der Sonnenuntergang später ist? Alles nur Weiber. Stimmt. Peter, du hast die Quest doch gemacht, oder? Musstest du da um 18 Uhr hier sein? Ich sehe den Mond, ja, aber da geht die Sonne erst unter, ne? Aber keine Gotel in Sicht. Hey, wegen euch habe ich jetzt so früh angefangen zu streamen, Leute. Merlin! Am Strand! Schillernder Strand, Merlin! Vielleicht ist das Finnland, da geht die Sonne im Sommer gar nicht unter. Mhm. Merlin? Nicht synchronisiert seit 19 Stunden und 42 Minuten. Was? Ja, warte mal. Ey, da fange ich extra so früh, damit wir dieses Date beobachten können und dann ist da gar kein Date, oder was? Die Gotel ist noch im Restaurant. Aber ich habe doch an der Zeiteinstellung habe ich doch nichts gemacht, oder? Grafiken, Steuerung. Spielanleitung. Nee. Nee, beeinflusst 0 Stunden, gar nichts. Bleibt mit der lokalen Zeit synchronisiert. Sprich mit Wally? Wusstest du, dass Bücher das Fenster zur Welt sind? Okay, warte mal. Nein, ich will nicht da rein, ich wollte mit Wally reden. Ich dachte, da kommt jetzt du oder irgend sowas. Wo ist jetzt Wally hin? Oh, Leute.
Da verlässt man sich mal auf was und dann ist man verlassen. Da ist Wally. Wally, komm mal her. Was ist hier los? Wally, es ist an der Zeit. Bist du bereit zu sehen, wie ihr Zusammentreffen ausfallen wird? Bist du aufgeregt? In Ordnung, ich gehe rüber. Aber pass auf, dass du dich nicht einmischst, okay? Du neigst manchmal dazu, überdreht zu sein. Vielleicht solltest du aus der Ferne zuschauen. Lass Merlin und Mutter Godel einfach ihr Ding machen. Und nun dreh einfach deine Erwartungen runter, okay? Okay, sieh dir das Rendezvous an. Jetzt, Mutter Godel geht runter und Merlin auch. Oha. Ich komm da nicht hin. Wartet doch auf mich, Leute. Wo? Da. Mutter Godel? Was in aller Welt machst du hier? Was? Ich hier? Du hast mich doch um ein Treffen gebeten. Das habe ich ganz sicher nicht. Andrina hat mich praktisch angefleht, hierher zu kommen. Ich versichere dir, das war nicht meine Idee. Ich habe nicht die Angewohnheit, mit den Mächten des Bösen Geheimnisse zu teilen. Mächte des Bösen? Wohl kaum. Jetzt, wenn du jetzt gesagt hättest, Macht des Charmes, des Witz und des sarkastischen Humors, dann hättest du absolut recht. Ha, dein Charme dient nur zur Irreführung. Also findest du mich doch charmant? Was? Ich... Das habe ich verflixt und zugenäht. Ich werde Andrina noch gründlich die Meinung geigen. Und so hereinzulegen. Boah, jetzt krieg ich hier den Ärger. Komm, wir reden mit Merlin. Oh, hallo. Hey Merlin, wie fühlst du dich nach diesem magischen Moment? Andrina, jetzt, wo ich mich wieder ein wenig gesammelt habe, kann ich nur sagen, dass ich schwer enttäuscht bin. Es war absolut nichts Magisches daran. Wie kannst du es wagen, mich von meinen Forschungen abzuhalten und mich mit dieser Schurken verkuppeln zu wollen? Es gibt keinen Grund, deswegen böse zu werden. Wir haben nur versucht, etwas Nettes zu tun, auch wenn es ein wenig unbedacht war. Oh ja, nun, ich nehme an, du hast recht. Außerdem war das alles Wollys Idee. Er wollte etwas Romantik erleben, so wie in den alten Filmen, die er gesehen hat. Ich verstehe. Nun, vielleicht könntest du dem kleinen mechanischen Kerl das ausrichten. Selbst in Dreamlight Valley funktioniert Romantik nicht wie in einem Kinofilm. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Wollen wir uns die Kröte auch antun? Ich glaube schon, hä? Oh Mann. Wieso hat das so lange gedauert? Also, wie fühlst du dich wegen dem magischen Moment mit Merlin? Magisch? Haha! Das Verhalten dieses aufgeblasenen Schwätzers zeigt nur, wie wenig ich hier geschätzt werde. Er schien beinahe beleidigt zu sein. Hast du jemals versucht, etwas zu tun, das wir schätzen könnten? Dich mit meiner Anwesenheit zu beehren, sollte mehr als genug sein. Merlin sollte sich geschmeichelt fühlen, dass ich ihn überhaupt anspreche. Nun, Merlin ist der geselligste Mensch, nimm es nicht persönlich. Es könnte sein, dass er durch deinen Witz und Charme eingeschüchtert wurde. Sehr aufmerksam, Andrina. Ich denke, jeder wäre eingeschüchtert, nicht wahr? Der arme Merlin war wahrscheinlich überwältigt und konnte nicht klar denken. Auf jeden Fall.
Das war alles Wollys Idee. Wirklich? Vielleicht habe ich die rollende Kiste unterschätzt. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Nun, da du dich jetzt besser fühlst, kannst du das mit Merlin in der Vergangenheit ruhen lassen? Uff! Na schön, bei unserem nächsten Treffen werde ich ein wenig freundlicher sein. Aber wirklich nur ein wenig. Ausgezeichnet. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh. Ui. Dankeschön für den Raid. Oh Gott. Was ist denn hier gerade passiert? Einmal kicken. Aus. Ein Raid von Fistoli. Oh, dankeschön mit 40 Zuschauern. Vielen Dank. Und willkommen, ja, zu einem recht merkwürdigen Date. Kommt rein und setzt euch. Wir werden jetzt gleich mal, also wir hatten gerade ein Date. Fesi, oh, Fesi, willkommen. Und alle Zuschauer, die du mitgebracht hast. Vielen Dank. Oh je, oh wow. Fesi Raid. Fesi Raid. Oh, ist ja sehr geil. Sehr geil. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ah, guck mal, unser Guru stellt euch gleich eine Tasse Kaffee parat. Sehr schön, Guru. Sehr schön. Seid willkommen. Ja, ihr habt gerade ein merkwürdiges Date von Merlin und Mutter Gothel verpasst, das unser Wally eingefädelt hat, beziehungsweise ich mit Wally einfädeln musste. Und jetzt müssen wir, da kommt Wally schon, jetzt müssen wir den erstmal interviewen, was sein Plan war. Kaffee kommt immer gut, siehst du, Guru? Kaffee kommt immer gut. Ich werde mir auch mal einen Schluck gönnen jetzt. Ich bin gerade total krass. Dankeschön. Oh Mann. Ich bin total überwältigt gerade. Mann. Uiuiui. Jetzt haut der Wolli aber gleich wieder ab, ne? Ich glaube, den solltest du aus dem Gegend... Warum smilet er sie an? So, weißt du, so. Hey, Wolli, wie fühlst du dich nach dem, was passiert ist? Ich glaube, die beiden haben nicht zusammengepasst. Das war irgendwie peinlich. Hey, man kann nicht alles gewinnen. Es hätte schlimmer kommen können. Komm, wir gehen den Weg. Es hätte schlimmer kommen können. Aber ich denke, wir haben den Grundstein gelegt. Vielleicht werden sie sich in Zukunft besser verstehen. Oh, Direktive, Wieso versuchen wir nicht eine neue Perspektive? Lass uns zu Mickey und Minnie gehen. Vielleicht können wir ihnen zu einem magischen Moment verhelfen. Ja, Wolli ist voll süß. Hier findest du noch mehr Wolli-Fans in unserem Chat tatsächlich. Okay.